Eddie, wenn ich eine Peitsche hätte, dann würde ich die jetzt hier so an den Rand und würde mich so aus dem Bild ziehen. Dann wärst du hier ganz alleine. Ich bitte nicht. Bitte. Simon, lass mich nicht alleine mit dem Schlimmsten, was Indiana Jones 3 zu bieten hat. Es gut, dass die Peitsche nie so alltagstauglich geworden ist, dass da nicht jeder so eine. Er benutzt Peitsche sie ja nie. Das also ist so, ja, ich finde komisch, dass Indiana Jones hat so diese Peitsche und er nutzt sie eigentlich gar nicht. Ne? Du könntest jeden der Wachen aus 2 Meter Entfernung. Peng. Bam! Blind. Aber nein, ich mach den. Ja, ja. Genau. Er hat sogar eine Pistole. Hat er nicht sogar eine Pistole? Hol dir eine Pistole, Mann! Junge, es sind fiese Nazis. Da muss man nicht auf Ehre gehen. Genau. Auf Diskussion und Reden. Nein, es wird gemetzelt. Simon, leider nicht. Sagen wir, wie es ist. Wir haben jetzt auch wieder über einen Monat nicht gespielt. Wir fangen quasi wieder bei Null an, weil wir nichts mehr wissen. Und wir sind in der nervigsten Stelle des Spiels. Ah, bis jetzt. Bis jetzt. Also freut euch drauf. Es wird jetzt wieder eine großartige Folge. Du darfst direkt loslegen. Aber bevor, möchte ich kurz 2 Sachen sagen. Zum einen natürlich danke an die Kommentare, die uns versucht haben zu helfen. Wir haben trotzdem uns entschieden, ein bisschen zu cheaten. Wir haben hier Cheatcodes für Insta-Kills bei der Prügelei. Die werden wir eventuell nutzen. Wir haben aber einen analogen Cheat auch noch. In der Regie sitzt nämlich Anton, der uns heute quasi helfen wird, wenn wir bei bestimmten Soldaten Das war Anton. Welcher von den dreien? Ja. Das wird mit dir passieren, Anton, wenn du uns hier heute falsch hilfst. Ja. Du hast quasi für alle den besten Job der Welt. Ja. Du hast für alle Gespräche das parat und so, und wir wissen mittlerweile auch. Meiner Meinung nach, wenn wir nicht weiterkommen, ist es Antons Schuld. Das war's eigentlich letztes Mal auch schon. Jetzt kommt direkt der erste Typ. Und er nervt jetzt schon. Hey, Sie da. Ja. Sie sind hier in einem Sperrgebiet. So, und ich glaube, bei ihm ist dieses Gefangene oder das aus dem Weg. Ich habe eine Nachricht für den Oberst oder wo ist der Gefangene? Ich soll den vernehmen. Oh, wir waren doch da schon so weit. Ja, ich habe alles vergessen. Du musst an dem kommen wir nicht vorbei. Das ist unser Safe Game, wo wir letztes Mal waren. Der läuft auf dich straight zu. Mach einfach irgendwas. Meine Frage ist danach. Es wird bei der zweiten, dritten Dialogebene Witz. Stock, aber wer sind Sie? Oh. Also. Das könnte man sagen, aber dann sagt er vielleicht, wer ist Dietrich? Das über das Erste, oder? Ich muss ihn sofort sehen. Wir haben keine Zeit. Okay, das hat nicht geklappt. Ich will ihren mach mal Arzt. Ja, jetzt haut er mal auf die Fresse. So, mach mal gerade. Lass mich einmal den. Nee, du musst. Du willst raus. Neu laden, genau. Aber vielleicht hätte ich ihn geschafft. Ja, da hatten wir ja letztes Mal einige. Okay, ich sehe, du glaubst nicht mehr an mich. Nee, überhaupt nicht. Gleich werden wir diesen Cheat. Du darfst auf jeden Fall mit dem Insta-Kill Action machen, aber. Hey, Sie da. Ich würde es gerne mal versuchen einfach. Sie sind hier in einem Sperrgebiet. So, Moment, wir nehmen. Bitte jedes Mal durchacten. Nee. Wo ist der Gefangene? Ich soll ihn vernehmen. Deine Zelle ist im 3. Stock, aber wer sind Sie? das hatten wir gerade, ne? Ja, okay. Gestapo-Spezialeinheit, ich bin der Nachfolger von Dietrich. Nie von ihm gehört. Dann passen Sie jetzt genau auf. Hier kommt Dietrich. Ey, ich dachte halt, das gibt einem eine Möglichkeit. Guck mal, ich mach's ganz noch mal eine Ecke zu mit ihm zu machen irgendwie. Wir könnten übrigens für Ausdauer und Energie den Schweinebraten essen, habe ich auch gelesen. Den wir da irgendwie abgekrapscht haben. Ja. War schon ziemlich gut. Da ist er kaputt. Bist du nicht happy? Ja. Er hätte besser sein können, aber es war, ich meine, du hast gewonnen immerhin. Es ist schon aber auch schwer, dich zu begeistern. Naja, du weißt doch, wie es ist. Wir können ja jetzt, wir nehmen die Ausdauer ja mit ins nächste Match. Aber trotzdem habe ich ihn ausgenockt. Ich stimme dir zu. Ich weiß, was soll ich denn? Soll ich das feiern jetzt? Soll ich das ernsthaft feiern? Daran merkt man, dass du keine Kinder hast. Wenn mein Kind mir zeigt, was es gemalt hat, ich sag mal so, ein Blinder ohne Arme könnte besser malen. Aber das sage ich dem Kind nicht. Ich sag, wow, ist das ein tolles Feuerwehrauto. Und dann sagt das Kind, das ist ein Drache. Und dann sage ich, ich weiß. Ja. So sind die Dialoge. Fußmaler, ich muss an Fußmaler gerade denken. Wegen dem Blinden. So, der Dings ohne Arme. Schlechter, ohne Arme, irgendwie, ohne Beine. Ja.
Aber können wir trotzdem einfach nochmal neu laden? Na gut. Sonst sind wir doch in derselben Lage wie letztes Mal. Wir haben nämlich letztes Mal, glaube ich, die Hälfte der Folge nur damit verbracht, den alten Zustand wiederherzustellen. Also jetzt haben wir beide Dialogoptionen probiert. Jetzt probiere ich die. Ich probiere die vierte, Anton. Was ist hier los? Warum geht das nicht? Muss ich mir vielleicht was anbieten? Das könnte man noch machen. Ihr könntet vielleicht noch mal versuchen, euch als Butler zu verkleiden. Warte, also hier sind aber noch drei. Jetzt sind es ja drei Antwortmöglichkeiten. Ja, aber die beiden hatten wir schon, die letzten. Moment, wir sollen uns als Butler verkleiden. Das war ja jetzt gerade eine völlig neue Richtung. Aber hier, wir haben ja noch gar nicht alle Dialogoptionen. Doch, haben wir. Jetzt haben wir sie auch. Die zweite und die dritte haben wir schon gemacht. Das weißt du noch? Wir haben es doch eben gerade gemacht. Ja, aber jetzt hast du ja die erste genommen und jetzt. Die erste genommen. Das ist ja schon wieder was ganz anderes jetzt. Du meinst die, oh, du meinst im zweiten, in der zweiten Ebene. Ich probier's mal so. Aber der Anton hat uns ja eigentlich schon gesagt, dass wir einen Butler brauchen. Ich kaufe ihn weder die Jacke noch die Geschichte ab. Ey, ich. Lassen Sie mich doch Ihnen was umsonst geben. Hier. Ich hab's jetzt raus. Man muss oben, unten, oben, unten. Na, du kriegst auf jeden Fall beide Energieleisten. Wie so ein Pferderennen. Noch bist du der Favorit. Ah, ganz wieder geschafft. Nazi-Slayer. Hier. Wir brauchen den Butler-Anzug. Das ist ja ganz gut, weil der Butler liegt ja unten. Ja. Haben wir den nicht ausgenockt? Weiß der kann nicht. Aber so oder so nichts. Den können wir umhauen. Okay. Würde ich jetzt sagen. Moment, lass mich das gerade mal probieren. Zum Glück haben wir nicht auf dem Weg nach oben so richtig abgespeichert. Waren hier nicht auch wieder welche? Wir sind ja schon sehr weit hier. Das ist der erste Stock, der erste. Oh. Und hier ist jetzt die Frage, wo war der Butler? Haben wir vielleicht den Butler? Da, Dieneruniform. Benutze. Und das ergibt aber Sinn, dass der Erste uns durchlässt. Weil wir müssen nachher irgendwie arbeiten in dem Schloss. Wir sind ja noch nicht im Hochsicherheitsbereich. Aber das, ja. Und das heißt jetzt, wir können hier erstmal auch überall rumlaufen. Um einmal kurz uns noch zu. Ah, okay. Stark. Ja. Kein Wunder, dass uns hier niemand aufhält. Laufen Sie um die Säule? Okay, ich will einmal noch. Ja, ich will nur kurz noch mal gucken, was hier noch mal war. Ich weiß es nicht mehr. Ah, da war das und rechts diese. Wir werden dieses Schwerter spielen. Doch, wir arbeiten uns vor. Die können wir die nehmen? Haben wir sich so eine schon? Das war das mit dem. Genau. Aha, mit dem Schlösschen. Doch, doch, jetzt kommt alles zurück. Ich bringe uns hier durch. Hier rechts war nichts. Fenster. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Aber ich bräuchte noch so ein Tablett, wo irgendwas drauf jongliert. Sonst nehme ich ihm den Diener irgendwie nicht ab. Kanapé? Miri hat mir gesagt, und wir kommen gleich dazu, Moment. Oh, chill. Willst du ihn synchro oder so? Ja, du machst Jones, ich mach Nazi. Sie sind der Eindringling. Das hat ja toll geklappt. Das hat jetzt super geklappt. Können wir noch mal das Gift mit den drei, mit dem Schuss durch die drei Leute haben? Noch mal, um ihn daran zu erinnern, was ihn erwartet? Danke, dich. Wir können auch mal, ich kann auch mal Anton verprügeln gehen. Da hast du auf jeden Fall bessere Chancen, glaube ich auch. Aber auch nur so. Tisch, Tisch. Immer nur mit dem Handrücken. Willst du jetzt noch mal laden? Ja. Um echt zu sein, ja. Gut, also Diener-Uniform klappt nicht. Aber jetzt immerhin, aber wir sollten sie vielleicht trotzdem anziehen. Nein. Du musst nicht da runter, wir haben sie doch schon. Ja, aber wie wollen wir sie anziehen hier? So. Ja, du hast recht. Ich denke einfach, es kann nicht schaden, sie anzuhaben. Das ist quasi der erste Level der Verkleidung. Speichern? Irgendwas sagt mir, dass wir noch häufiger laden werden, deshalb. Ja, es ist auch also unfaire Arbeitsteilung, dass du hauen musst und ich einfach nur hier so rumklicke. Willst du tauschen? Nee, ich bin eigentlich ganz zufrieden, nur es ist für dich unangenehm. Ja. Halt, halt! Sie sollten hier nicht rumlaufen, jemand ist in das Schloss eingedrungen. Idiot, jetzt wird ja doch wieder direkt gelabert. Warum habe ich das angezogen? Ich wurde direkt gekämpft, Mann. Und ich habe es auch noch abgespeichert. Habt ihr in der Uniform vorher schon jemanden attackiert vielleicht? Dann sind die Wachen aufgescheucht. Ja, jetzt
Anton, frag doch nicht solche Sachen, die niemand beantworten kann. Lederjacken-Johnny da, also als Indie kann man da auch dran vorbei. Sonst müsst ihr ihn einfach zerknüpfen. Na, Andi, mach hier Indieware. Benutze Indieware. Jetzt ganz kurz, du bleibst jetzt mal hier. Was ist denn jetzt die Lösung? Kann man sprechen mit ihm? Oder muss man ihm was geben? Ihr könnt tatsächlich, es gibt drei Wege, mit ihm umzugehen. Ja, wir haben zwei und drei gerade probiert. Servant geht auch. Habt ihr, also hier steht, ihr könnt die Dialogoption 1, 2 und 2 anwenden. Dann eins, ihr durch warte, zwei. Den Lederjacken. Es sei denn, ihr habt als Indiana Jones vorher schon jemanden vermöbelt oder ihr habt als Servant schon jemanden vermöbelt. Dieses Spiel macht mich so fertig. Dieses Spiel ist vertrackt. 1, 2, 2. War's, ne? Ja, yes. Probieren das. Lederjacken und dann. Das war nämlich das, was wir am Ende nicht mehr ausprobiert hatten. Zwei. Ich habe einen Passierschein, wie käme ich denn sonst hier rein? Ich kaufe ihn. Ah, siehst du, es geht. Scheißdreck. Okay. Letzte Option. Jetzt wird geprügelt. Ich habe auch keinen Bock mehr. Jetzt. Niemand hat mehr Bock. One Punch Man. Irgendwo ist jetzt auch Schluss. So, also zeig mal was. Direkt bei Kampfbeginn Spiel mit Leertaste pausieren. Okay, Moment. Debug-Menü öffnen mit Steuerung Alt D. Warte. Steuerung Alt D. Steuerung Alt D. Ist die Frage, ob das geht? Ja! Erst wenn der Kampf losgeht, könnt ihr das machen. Du hast doch gerade gesagt, wir sollen es direkt am Anfang machen. Ja, wenn der Kampf losgeht, direkt am Anfang. Okay. Politik, ja, da hat er recht, technisch hat er recht. Okay. Trotzdem dick Move. Dieses Klugscheißen da von der anderen Leitung. Ja, das jetzt immer abkriegt. Ich find's aber so gut. Ha! Du bist quasi der Blitzableiter. Ich habe ihm noch so einen Sucker Punch mitgegeben, hast du gesehen? Okay. Nee, aber ich glaube dir. Das war stark. Eingabe, also Alt, Steuerung Alt D. So. So, jetzt gibt's es gab einen Unterstrich. Ah, du hast es schon. Dann, okay, jetzt müssen ja, da steht eckige, sogar schon. Ja, jetzt müssen wir nur die eckige Klammer hinkriegen. Ja. Eckige Klammer. Oh, okay, 2 an 2. Und dann zu. Leer. Scheiße. Es gibt die eckige Klammer zu nicht. Nee. Es gibt die eckige Klammer auf. Jungs, kein Problem. Ich habe euch den Befehl hinterlegt im Mozilla Firefox. In so einem schönen Zeitfenster, in so einem Tab-Fenster könnt ihr rauskopieren. Du bist ja der allerkrasseste. Nicht schlecht. Okay, dann gibt's Respekt. Der hat mit unserer Idiotie gerechnet. Das, sage ich mal, ist nicht schlecht. Ich bin ein bisschen beeindruckt, wie du merkst. Gut. Ich muss auch sagen. Das war. Da will jemand diese Reihe unbedingt beenden. Da will jemand unbedingt, dass wir einige spielen. So, warte. Jetzt paste ich's. Okay, und jetzt sind wir super stark. Warte mal. Jedenfalls musst du eigentlich bestätigen noch? Enter. Okay, geil. Jetzt ist die Schlagkraft auf 32.000. Und jetzt hier raus wieder, ne? Ja. Und jetzt warte, mach mal. Jetzt punche ich ihn um, oder? Eine Frage. Ja, mach mal. Bam! Ich wollte gerade. War mir gerade nicht sicher, ob wir nicht vielleicht speichern sollen. Aber jetzt sollen wir auf jeden Fall speichern. Kaputt! Mann, ging das gut. Müssen wir das jetzt immer eingeben oder das jetzt für alle Kämpfe? Muss man immer neu eingeben bei den Kämpfen. Immer neu, aber damit kann ich leben. Wir haben es wirklich versucht. Liebe Menschen, die sagen, so spielt man Indie aber nicht. Ich glaube, dass ich das auch so gespielt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht ohne Lösung. Kann ich mir nicht vorstellen. So, wie geht's jetzt weiter, Simon? Wir haben ja alles vergessen. Also gehen wir jetzt erst nochmal den ersten Stock ab. Da sind eine Menge. Okay. Da sind schon eine Menge Leute noch. Okay. Wir können jetzt einfach alle umhauen. Genau. Das würde ich gerne machen, ehrlich gesagt. Einfach. Aber wir haben ja gespeichert eben. Okay, da war die Kiste. Was war da nochmal drin? Truhe. Vielleicht war da der Dieneranzug drin? Nee. Naja. Ist uns jetzt auch egal. Jemand ist in das Schloss eingedrungen. Stopp! Diese Uniform passt ja gar nicht. Sie sind der Eindringling. Sehr schön. Oh, sehr gut reagiert. Jetzt nochmal dasselbe. Einfach copy-pasten. Aus dem Browserfenster. Oder hast du es noch? Müsstest du eigentlich noch haben. Ja, ich habe nicht alles gepastet. Ich habe nur den zweiten Teil. Cheaten macht Bock. Es fühlt sich wirklich sehr befriedigend an und nur gerecht. Wir haben es echt versucht. Wir haben jetzt wirklich am Ende noch mal jede Art von Gespräch mit den Leuten geführt. Aber jetzt muss ich mal fragen, Anton. Heißt es jetzt nicht auch, dass so wie wir das jetzt quasi uns in die Sackgasse gespielt haben, dass wir eigentlich nur hätten prügeln können? Die Uniform hat nicht, ne?
Also bei dem hatten wir quasi gar keine Chance. Also gerade von Punchman genannt. Sehr schön. Das sind wir. Da kommt wahrscheinlich die Idee her. Die haben ja damals in die Gespielung gesagt, ja. Irgendwo saß ein Japaner und dachte, fuck. Wo waren wir hier schon mal? So in so einem Dachboden? Ich glaube, ja. Genau, da waren wir schon. Ah, das ist hier. Da war die Kunstgalerie, das weiß ich noch. Echt? Die geraubten Schätzbanner. Ach ja, dieses Lager. Aber da hatten wir auch. Da kommt schon wieder, der hat dich um die Ecke, hat er dich gesehen. Ja, hau den doch einfach um, hier war nichts. Also ich habe nichts gefunden, nein. Obwohl diese, nee, die ist gar nichts, ne? Diese Statue unter der, unter dem Boden, ne? Nee. Ging das nochmal, dass man angezeigt bekommt, was ist? Genau, das wollte ich gerade fragen, dass du das mal. Okay. Da war wirklich nicht viel. Aber wundert mich ein bisschen, dass die so einen Raum basteln und dann ist da gar nichts. Hm. Ich habe das alles schon einmal gemacht. Ne? Ja, ja. Du ich will's nur sagen, wir müssen uns ja nicht doppeln hier. Gut. Weil er auch so schnell läuft. Ah, jetzt hat er keinen Bock mehr. Das ist aber eine interessante Arbeitsauffassung. Halt! Halt! Wir sollten hier nicht rumlaufen. Jemand ist in das Schloss eingedrungen. Stopp! Der Sohn davon passt ja gar nicht! Beste Verkleidung! Sie sind der Eindringling! Und ich muss gar nichts sagen, weil du ja einfach nicht dazu kommst. Jawohl! Und nochmal. Pam! Es ist so schön, Mann! Boah. Leg dich nicht mit mir an, mein Freund hat den One Punch! So nämlich! Ah, schön. Speicher nicht mal ab. So siegessicher bin ich. Das wird auf jeden Fall irgendwann rausgeschnitten und irgendwo angesetzt. Und dann kommt die Larry David Endmusik. So, kommt eine neue Staffel übrigens angekündigt. Ja, ich muss ohne Scheiß sogar die letzten zwei nochmal nachholen, aber. Alter, wie geil. Du hast ja ein Glück. Ja. Hier waren wir noch nie. Grüner Teppich sagt nichts. Oh, das brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Aber wir hätten den Schweinebraten essen können und das Ding-Kit benutzen können. Okay, das ist dann, das füllt dann die Energie, nehme ich mal. Und ist das hier irgendwas? Ah, diese ganzen leeren Räume. Das ist echt ein bisschen unsexy für so ein Adventure, ne? Gibt's auch eigentlich nicht mehr. Eigentlich, das gibt's nicht. Man, also jeder Raum ist wichtig. Finde ich, sollte man irgendwie so machen. Warum designt man das denn immer? Warum baut doch einfach eine Brickwall da hinten? Nee, es ist, glaube ich, so dieser Labyrinth-Faktor, dass du Sackgassen hast. Ja. Aber ich mag's nicht. Aber da unten ist noch viel mehr, ne? An Räumen. Du willst es schlagen. Sie sollten ja nicht rumlaufen. Jemand ist in das Schloss eingedrungen. Stopp, diese Uniform passt ja gar nicht. Sie sind dein Dringling. Mein Gott, die sind alle so schlau. Aber auch ganz schön kaputt. Und Ende. Ich meine, der ist nicht mal bewusstlos. Der ist tot. Du hast ihn einfach durchgehauen. One Punch Man. Patz. Der ist auch gelangweilt, weil er keine Gegner findet. Sehr schön. Szene. Sehr schöner Moment. Wie war das? Er hatte Rückenschmerzen an dem Tag, ne? Fieber, glaube ich, oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas. Und Durchfall. Und Durchfall. Man kennt die Kombination. Oh. Aha. Ja, hier mit dem Nazi-Hund. Hier, willst du eigentlich? Ich mache die Kämpfe. Ach so, ja. Du machst die Rätsel. Kämpfe. Ich mache die Kämpfe, die anspruchsvollen Kämpfe. Ah ja, hier, was ist, ne? Wollen wir ja mal gucken, was ist noch? Nix. Oh, oh. Oh, oh. Können wir den nicht auch kaputt kämpfen? Oder haben wir irgendwas, was wir ihm geben können? Schweinebraten, gib ihm den Schweinebraten. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine super Idee. Gib Schweinebraten. Kennst du noch Schweinebrötchenmann? Alter, was ein Riesenlappen. Auch geil, den Schweinebrötchenmann in Düsseldorf. Düsseldorf. Hm. Ist aber sehr interessante Logik, dass man sie ihm geben kann, aber auch hätte selbst essen können für Energie. Aber was hätte man dann dem Hund gegeben? Ja, das ist nämlich das, was ich mich gerade frage. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch, aber ich habe das gelesen. Das heißt ja, man könnte sich in so eine Sackgasse spielen. Das scheint möglich zu sein. Moment. Ich öffne mal alles. Hä? Oh, wahrscheinlich nur diesen. Ach so, da ist nur die stellvertretend. Das ist eine der. Was ist nur die eine, okay. Nimm oder was? Pokal.
Und da kann man keine Akten oder so draus nehmen? Ich guck gleich nochmal. Ja, hier ist nur in dem Schublade. Schaue, kann man irgendwie nochmal. Schaue. Es ging nur um den Pokal, nehme ich an. Und der Stuhl da, ist das irgendwas oder am Tisch? Der Führerstuhl. Ach, das ist auch viel zu klein für einen Führer hier mit der kleinen Lampe und so. Ja, das ist so der nicht gefallen. Des Führers Wasserträger. Der lebt so. Ich fies aus der Hunde, ey. Halt! Was ist ein Gemälde, ja? Was ist Gemälde? Was ist letzter Preis? Nimm, schiebe, vielleicht sein dann Tresor. Ich recht, so. Ja, ich bin schon gar nicht mehr auf diese sehr offensichtliche Idee gekommen. Drücke Gemälde. Nee, bewegt sich nicht. Okay. Bin ziehe Gemälde. Ich mach das jetzt, ich trau dem Spiel nicht. Nee. Nutze Gemälde, okay. Gut. Nimm hatten wir auch schon. Na komm doch. Na komm doch, mein Kumpel kennt Cheat. Cheat Kundo. Wir sollten hier nicht rumlaufen. Stopp, die Uniform passt ja gar nicht. Sie sind ein Eindringling. Bam, wieder. Ja, schön so ein. Immer erst Sucker Punch. Genau. Zack, 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 zack. Ba, 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 ba. Es macht so viel mehr Spaß, als ich gedacht habe, diesen Cheat zu benutzen. Vielleicht sollte ich in anderen Spielen auch anfangen zu cheaten, so Counter-Strike und so. Ich habe mich immer gefragt, wer macht das, aber mittlerweile. Oh, der braucht eine Schlagkraft von 35.000. Gustav. Direkt auf die Nuss. Ich gehe erstmal hier rechts, aber wir kümmern uns gleich drum. Ja, wir kümmern uns um Gustav. Toller Teppich. Da haben die Designer sich richtig ins Zeug gelegt. Stell dir mal vor, du hättest so einen Teppich im Zimmer. Du wachst jeden Tag auf und siehst diesen Teppich. Stell dir mal vor, du hast den designed. Echt, Olaf, wirklich. We call it green carpet. So. Sie dürfen nicht rein. Oh, der holt schon aus. Duke Nukem ist es. Das ist eigentlich ein realistischerer Duke Nukem als der echte Duke Nukem. Pam! Der träumt vom Bier. Ich hab geträumt vom Bier. Ich hab geträumt vom Bier. Dann hab ich's aufgemacht. Es hat geschäumt von mir. Dann hab ich nichts mehr zu sagen und doch nichts mehr zu fragen. Oh, das ist neu. Das kennen wir noch nicht, wa? Ey, wie wir einfach an dem Typ gerade vorbeigekommen sind, ja. Glaubst du nicht, der hätte uns wahnsinnig gemacht, wenn wir das normal gespielt hätten? Drei Episoden. Nur an dem, das, ja. Wie dieses Bis nur noch Dark drei Holding. Zuschauer zugucken. Anton und seine Geschwister. Wollte ich gerade sagen. Und seine Fake-Accounts. Halt mich da raus, ja? Das hat nichts gebracht. Das ist ja richtig dumm. Das ist ja dumm. Da links. Aha, ja. Gelb. Ich hab ihn noch in gelb. From the people who brought you green carpet. Now, the brand new yellow carpet. Och Mann, ey, Bobby, was ist denn das? Das ist ein Schlüssel. Nimm den Schlüssel. Da, das hier, oder was? Und damit können wir die Nazi. Alter, aber hast du den gesehen, dass das ein Schlüssel ist? Natürlich. Da hängt der einfach nur so. Es gibt in jedem Raum, glaube ich, nur eine Sache. So, jetzt haben wir den Nazi-Uniform-Schlüssel. Aber das ist das Problem mit einem Schloss. Du hast viel zu viele Räume. Kannst so mit einem Schloss. Ich dachte gerade, weil Schlüssel haben ja nicht. Nee. Ich meinte hier. Weißt du noch, wo die Nazi-Uniform hing? Ja, das war, ich glaube, sogar im Erdgeschoss. Da kann man auch weitergehen. Das ist ein sehr komischer Raum. Sind das vielleicht Zellentüren? Also, das könnte sein, ne? Ist auch, okay. Oh, benutze Schlüssel. Das ist ja weird. Da habe ich jetzt nicht mitgegangen. Ich dachte, das ist die Tür, durch die wir reingekommen sind. Silberner Schlüssel? Ja, ich glaube, das ist für die Klamotten. Okay, direkt mal den Schrank aufmachen. Da ist etwas Geld drin. 75 Mark. Hier, was ist? Die Kiste kann man nicht aufmachen? Weder die Kiste noch der Holzscheit ist anklickbar. Ich kann es kaum glauben. Es ging hier nur um Geld. Mach mal das Fenster auf. Ja. Geht wahrscheinlich auch nicht. Es ist festgenagelt. Oh. Ganz schön. Oh, rechts an der Ranke, oder? Oh, er zieht sich was Passendes an, okay. Ich sag rechts die Ranke hoch. Denn da drüben an der Ranke. Nee, rechts. Schon die nächste Schranke für mich oben. Ja, gleich. Ich
will nur einmal wissen, was man hier alles looten. Du hast ja recht. Ich will mal gerade gucken. Dann können wir wahrscheinlich in die anderen drei Räume rein und dann können wir da looten. Aber deswegen gibt es so viele dumme Räume. Aha, siehst du? Nee, warte. Warte mal, das kann doch gar nicht sein. Das ist derselbe Raum, nein, genau. Das ist ein anderer. Nein, aber der sieht ja exakt genauso aus. Kann man hier die Kiste öffnen? Nix. Nee, das sind alles so Füllräume. Alles nur so. Okay, dann gehen in den anderen Raum. Und dann über die Ranke. Ja, richtige Progress-Folge hier. Wahnsinn. Oh, 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 ah, der Vater. Papa! Wollt schon hauen. Junior! Dad, lass uns abhauen. Gut, mein Sohn, du gehst voraus. Geil. Mal kurz gucken, was er hier noch hat. Guck dir dieses Bild mal an. Das ist einfach leer. Nur der Rahmen. From das ist aber schon wieder cool. Who brought you nothing. Comes now this picture showing nothing again. Ja, du musst, glaube ich, ja, er wird hier nicht mitgehen. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie aufschließen. Junior, du erwartest doch nicht, dass ich durch dieses Fenster kletter, oder? Ich komme wieder. Aber kannst du nicht den Schlüssel einfach benutzen wieder? Hm, warum eigentlich nicht? Stimmt, das ist ja wahrscheinlich, dass das derselbe ist. Ja, aber jetzt hatten die noch nicht so viele unterschiedliche Schlösser. Oh, der Alarm! 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 Können wir den nicht umhauen? Na, wo wollen wir denn hin? Ah, das war die Alarmtür. Wir hatten den Alarm. Oh. Sie haben etwas, das ich will. Ich kann sie überreden, sich davon zu trennen. Also ich glaube, mit dem können wir natürlich kein Geschäft machen. Beleidigen bringt auch nichts, macht's nur schlimmer. Sie können keinen Hund zum Bellen überreden, Dreckskerl. Vielleicht kann ich was anbieten, das Gralstagebuch oder was so. Will er? Fake. Weiß ich nicht. Krug, gib ihm den Krug, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Warum? Ich glaube, sie suchen nach diesem hier. Ah. Das Tagebuch. Shit, ich hätte ihm jetzt das Kindertagebuch geben müssen. Ja? Glaube ich. Aber jetzt sind wir eh hier. Weil jetzt müssen wir es wiederholen auch. Anton! Hätten wir ihm jetzt, das Kindertagebuch geben können? Ihr hättet ihm das Old Book, das Fake Diary geben können, ja. Und das heißt, wir müssen das jetzt irgendwo noch suchen, oder? Ihr müsst euch erstmal befreien, auf jeden Fall. Oder? Ja. Wir machen es so. Ich mag das. Wir hätten halt einfach, hätten wir mit den Alarm durch die Kabel ein Stockwerk höher irgendwie abmachen sollen oder so. Wobei es ja nicht so aus, als ob man bei diesem Alarmraum weitergekommen wäre. So. Ich bin gespannt, was du jetzt mal anders machst. Ich gebe ihm das Tagebuch, das Kindertagebuch. Aber du gibst ihm vielleicht das Falsche. Ich bin gespannt. Du suggerierst, dass ich Fehler mache. Ich fühle mich verletzt. Nur für die Dramaturgie. Das ich weiß, am Ende wirst du deine Redemption-Arc haben. Wo wollen wir denn hin? Ah, Mr. Jones. Und wir müssen uns wegen den Stimmen, glaube ich, absprechen. Es sind vier. Sie haben etwas, das ich will. Okay. Ich biete etwas an. Mhm. Den Krug. shit. Altes Buch ist, glaube ich, das Richtige. Ja, altes Buch. Oder Geld. Ich glaube, sie suchen nach diesem hier. Ah, das Tagebuch. Schön, dass sie sich zur Zusammenarbeit entschieden haben. Ich weiß nicht, mir fällt schon etwas ein. Jetzt bist du doch eigentlich zum Kamin, laut Film. Aber wie kommen wir da hin? Rütteln. Hm, mach mal am Stuhl irgendwas zu Henry. Münzen, okay. Ja, ist ja keine Ahnung. Ne? Muss auf jeden Fall nach rechts. Drücke und ziehe. Ja. Immer wieder. 100 Mal. Trink währenddessen mal ein bisschen Cola. Oh mein Gott. La. Oh mein Gott. Er denkt sich so weit auf. Wenn ich so mache. Nein!
Aber warte, wenn der drückt. Aber es dauert halt noch länger. Das ist so unfair lange. Oh mein Gott. Das ist Lebenszeit, die kriegst du nie wieder. Und das mal, wie oft hat sich das Spiel verkauft? Ein paar Millionen Mal. Was man da der Menschheit an Lebenszeit gestohlen hat. Was hätte man in dieser Zeit machen können? 30 Jahre später wird es immer noch gemacht. Och, Leute. Das ist eigentlich wirklich die Definition von Wahnsinn, wenn du sowas zum zweiten, dritten Mal machst. Dass sie es da nicht abkürzen. Wir haben es ja offensichtlich gerafft. Ich glaube, es ist der falsche Weg. Wir gehen wieder zurück. Oh, also Cola ist ja schon länger, ne? Aber mit Eis... Das ist das Beste. Alter. Eiskalte Cola im Glas ist der absolute Highlight. Warum manchmal ist das so gut? Mache ich mir, ich trinke ja nur Coke Zero, aber dann mache ich mir das so in so einem Whisky-Glas und stelle mich wirklich wie George Clooney auf dem Balkon mit so Eiswürfeln, schaue mir das so an, trinke und tue so, als ob ich das Highlife lebe. Ey, ich habe früher, habe ich mir das in so einer Art Teller, irgendwas, wo flach war, und dann mit dem Löffel habe ich das Eis gelutscht, wieder zurück, laufen und so. Und habe quasi so ein bisschen gegessen. Eiswürfel gegessen? Ja, aber halt nicht gemanscht, sondern einfach nur gelutscht. So. Die waren dann so ein bisschen mit Cola und so. Und total irre. Man ist aber auch als Kind ist man auch extrem anspruchslos. Das stimmt. Was Geschmack angeht. Was alles angeht eigentlich. Ja. Ah, Gott, ja. Also, ich möchte die Entwickler von diesem Spiel echt mal kennenlernen. Haltet ihr es für eine gute Idee, dass man 60 Mal drücke Stuhl machen muss? Ja. Und dann, wenn du vorher das Ding nicht ausgelöst hast, musst du noch 100 Mal das Ding runterfallen lassen, bis du weißt, wo die Schnittstelle ist. So, jetzt? Wie geht das jetzt? Ja, bis quasi der Strich unten genau am blauen ist. Welcher Strich? Ah, okay. Stimmt, wir haben denn hier einen Strich ja schon gemacht. Eben gerade, eine Sekunde vorher davon den gesprochen. Hier, ja. Aber nein, aber ich habe nicht gewusst, was du meinst. So, und jetzt? Ja, gute Frage. Ne? Was mal, willst du mal abspeichern? Einmal, weil das ist Insta. Auf jeden Death. Fall. Auf jeden Fall. Ja, gut, One Punch. So. Okay, also jetzt muss man irgendwie Brücke oder was? Ist keine besonders gute Idee. Ja, aber weil das Henry ist, deswegen. Ja. Ha. Die guten Ideen hat nämlich Jones hier. Okay. Junior, gehen deine Abenteuer immer so knapp aus? Okay, und jetzt können wir was machen? Wir fliehen? War da nicht im Film hier so eine Drehkaminwand, oder? Ja, ein Drehkamin. Aber wir haben den ja schon mal bedient, meine ich. Irgendwas hier. Ich weiß nicht, ob das der... Doch, das war der. Du hast recht, das war der. Drücke Statue. Aber ist daneben nicht eigentlich diese Alarmzentrale? Scheint nichts zu passieren. Ich glaube nämlich, der ist im Film auf jeden Fall auf der anderen Seite dieser Alarmraum. Naja, gucken wir mal. Vielleicht muss er irgendwo was dran stecken, reinstecken. Oh, ja. Na, geh doch. Also ohne Film wäre das schon nicht so einfach, ne? Also ohne das Filmwissen. Wir reisen besser mit leichtem Gepäck. Ich habe den ganzen unnützen Krempel liegen lassen. Damit ihr nicht so lange mit euren Items rummachen müsst. Auf ins Moped! Okay, Alter, wir haben es geschafft, ey. Ich kann es kaum glauben. Steig ein, Dad! Es geht da ins Kenderun! Zack, da sind wir. Bisschen... Mein Gott, da haben die aber hier, die ja alles zensieren mussten, aber auch wirklich Dauerfeuer. Bei jedem Bild. Entschuldigen Sie, mein Herr? Ja, was wollen Sie? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das könnte man mit dem wohl besprechen und warum. Wissen Sie, wann der Zeppelin startet? Nein. Okay, das war... nicht wirklich wichtig. Entschuldigen Sie, mein Herr. Was denn jetzt? Sie sehen ungeduldig aus. Erwarten Sie jemanden? Das geht Sie gar nichts an. Entschuldigen Sie, mein Herr. Das ist wie so ein Sketch. Was denn jetzt? Erzählen Sie mir doch über Ihre Enkel.
Ah, meine Enkel, ich habe ganze 15 Stück. Friedliche Burschen, zuerst Siegfried, dann Hans, Franz, Fritz, Friedrich, Gustav, Horst, Werner, Josef, Wolfgang, Johann, Sebastian, Albert und, genau, Boris und, Kalani und, Ich dachte, der redet jetzt endlos und das bringt irgendwas. Entschuldigen Sie, mein Herr. Was denn jetzt? Vergessen Sie's. Okay. Ja, okay. Das war ein ganz weirder Austausch gerade. Habt ihr ein Safe-Game kurz davor? Dann könnt ihr noch was ausprobieren, wenn ihr wollt. Kurz bevor dem Gespräch, vor diesem Gespräch. Wahrscheinlich automatisch speichern. Ihr könnt jetzt zu zweit versuchen, voranzukommen. Mit Henry ja auch noch. Ihr könnt zu dem wechseln. Wie geil, dass das genau an der Stelle ist, wo wir gefragt haben und er antwortet. Genau die Stelle. Ah. Ja, Entschuldigen Sie, meine. Was denn jetzt? Ja, aber wir haben, glaube ich, siehst du das durch? Tja, und jetzt? Naja, wir können natürlich einfach kurz nochmal laden. Aber dann müssen wir nochmal Stühle. Nee, ich glaube, wir haben. Siehst du, es ist One Punch Man ist kurz davor. Okay. Nochmal mit Indie kicken und dann können wir eigentlich schon durchgehen. Nee, du bist Henry. Yes. Wo hast du ja? Der linken Start hast du, glaube ich, gedrückt. Glaubst du, die beiden Schauspieler, dass die hier nochmal Tantiemen bekommen haben? Dafür, dass die so Likeliness haben? Gute Frage. Meinst du, Hitler hat auch noch welche? Da war gerade ein Bild von ihm. Ja, klar, mit Sicherheit. Die Familie Hitler. Sie haben nochmal Familie Hitler. Sie sind die Enkelkinder von Hitler. Sie kriegen nochmal $15. Für jede Doku. Ja, kriegst du auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Stell dir mal vor, du bist der Urenkel von Hitler. Hat ja keine. Hat er nicht? Ja, also keinen direkten Nachfahren. Ah ja, nee, aber hat er. Irgendwelche Verwandten, die ihren Namen geändert haben, hat er sicher, ja. Ja, ja, irgendwelche Nichten oder so. Hitler. Nein, wir sind Hütler. Wir haben gar nichts damit zu tun. Du weißt, die Eintracht hatte ja einen Trainer, der hieß Adolf Hütter. Oh, das ist auch hart. Kein Scheiß. Und der kommt aus Österreich. Hart, Alter. Überleg mal, du bist, und der ist ja noch nicht so alt, der ist so Ende 40 oder Anfang 50. Überleg mal, du wohnst in Österreich und du nennst dein Kind, du heißt Hütter mit Nachnamen und du nennst es Adolf. Völlig ohne Ahnung sozusagen. Adolf Hütter! Ja, wenn du wie heißen Sie? Adolf Hütter, wo kommen Sie her? Österreich. Du musst auf jeden Fall eine andere Sprache dazu, ein bisschen Singsang, dass das nicht so diesen harten Akzent hat. Dann kommst du damit durch. Wir machen kurz Werbung und dann sind wir wieder hier, oder? Ist das korrekt? Oder sind wir durch mit der Folge? Werbung, ne? Dachte ich mir. Wir machen kurz Werbung. Ist das cool, wenn ich meinen Kopf so halte? Sogar sehr cool, weil ich mach das auch. Moin Moin, herzlich willkommen aus Hamburg, live vom Millerntor-Stadion. Ich gar nicht eingeladen worden. Ich auch nicht. Diesmal nicht. Dabei waren die besten Szenen im Trailer waren von dir und mir. Die wissen, dass ein Frankfurter niemals in dieses Stadion gehen. Das ist es. So, was machen wir? Spontan in Flammen wahrscheinlich, sobald du so über die Grenze. Das ist so wie mich, wie Indiana Jones da in dieses Schloss lassen. was müssen wir denn jetzt machen? Also wir sollen jetzt zu zweit erstmal speichern. Also, genau, das ist schon mal krass. Wir wissen, dass man wohl durch diese Aufzählung irgendwie was ablenken kann. Aber wir kennen das Problem noch nicht. Deswegen, und der Anton hat gesagt, wir sollen die Charaktere aufteilen. Vielleicht musst du so ein bisschen rechts mal gucken, was denn eigentlich mit dem Zeppelin ist. Guck mal im Hintergrund, Charlie Chaplin, hinter der Erde. Ja, aber jetzt fragst du ja dieselben Sachen. Ich denke, das sollen wir machen. Nein, ja, wir müssen ja erst mal gucken, warum wir überhaupt mit ihm reden wollen. Ich dachte, dass wir rechts erstmal zu der Zeppelin-Kasse gehen. Das machen wir jetzt, während er erzählt. Aber So, der lenkt ihn jetzt ab. Ja, aber er lässt uns doch durch, oder? Okay, vielleicht hast du recht und wir müssen einfach schnell eine Karte kaufen. Anton!
Aber was denn? Er hat es uns doch gesagt. Aber red doch mal mit dem Fackernschalter. Damit wir mal wissen. Ja, aber warum habe ich ihn jetzt neu geladen? Naja. Ich sag mal so, was ich glaube. Ich glaube, du musst mit ihm reden. Er ist ein Agent. Er beobachtet uns. Ja. Und wir müssen ihn ablenken. Wir müssen mit ihm reden. Was ist jetzt? Während wir die Tickets kaufen. Du machst das. Damit jetzt. Er das nicht mitkriegt. Ja, aber du verstehst, was ich meine, oder? Nicht wirklich. Hä? Doch, das verstehst du. So, wenn ich jetzt nämlich. Lass mal meine Theorie machen. Ja, ja, wenn ich mit ihm jetzt rede. Und eine Karte kaufe. Dann kriegt das der Dödel da links mit. Kann ich Ihnen helfen? Wir hätten gerne 2 Fahrkarten für den nächsten Flug. Das macht 175 Mark. Ja, toll. Wir haben 135 Mark. Oh, wir müssen ihn beklauen. Das ist es. Vergessen Sie es. Vergessen Sie es. Ich glaube, das ist die Idee. Wir brauchen nämlich mehr Geld. Henry muss ihn voll labern. Nur mal gerade gucken. Das kann man auch nochmal machen. Gibt Münzen an Indy. Das ist nicht genug, ne? Immer noch 135. Das ist immer noch 135. Ja, ja, aber wir machen das jetzt. So, wir reden mit ihm. Entschuldigen Sie, mein Herr. Ja, was wollen Sie? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mach das jetzt, ja? Hm? Okay. So. Oh, meine Enkel, ich habe ein ganzes. Drücke. Ich weiß es nicht. Wir müssen seine Tickets haben. Nimm. Doch nicht. Da. Okay. Jetzt haben wir es verkackt, aber. Was ist Henry? Nee, ich dachte hier, das, was er da in der Hand hält. Nee, er hat gar keine Karten bislang. Ist da unten an seinem Bein? Also, entweder müssen wir ihm die Karten abnehmen, die er vielleicht hat, oder er ist Geheimagent und wir dürfen nicht mitkriegen. Er darf nicht mitkriegen, wo wir hinfliegen. Aber das ergibt auch keinen Sinn. Ich lade nochmal neu. Achso, ich sage. Danke. So, jetzt gucken wir mal. Der Anton verwirrt uns eigentlich noch mehr, als dass er uns hilft. Ja, vorhin, der macht irgendeine kryptische Andeutung und dann verpisst er sich. Also ist das. Wir versuchen es erstmal jetzt. Wir haben das Geld. Okay. Geld, gib ihm doch mal die 135. Nehmen Sie das Geld. Ich hab nur 135 Mark. Tut mir leid. Was ist das nochmal für ein Bild? Machen wir nochmal, was ist Bild? Da unten, hier unten bei unseren Items. Nee, sieh an, glaube ich. Das ist ein Bild, das ich als kleiner Junge gemalt habe, seit ein Pokal, den Dad mal gewonnen hatte. Aber als Anton uns den Tipp gegeben hat, meinte er ja, es geht um den Typen da mit der Zeitung. Da waren wir noch nicht bei dem Fahrkarten. Irgendwas ist hier mit ihm. Also, er ist zumindest nur ein Mann. Nur ein Mann. Ja. Kann man das nicht abbrechen? Das Gelaber. Kann man doch eigentlich. Okay. Was ist denn jetzt der Plan? Bevor du was machst. Wir fragen jetzt nach seinen Enkeln. Dann wechseln wir zu Indy. Und was machen wir dann? Ja, ich habe keine Ahnung. Haben wir einen Magneten oder sowas Dämliches? Ne? Wir haben ja gar kein Ziel. Wir brauchen erstmal ein Ziel. Dann können wir uns überlegen, wie kommen wir an das Ziel. Aber ich weiß gar nicht, was das Ziel ist, ehrlich gesagt. Frag nur mal bitte ungeduldig. Ich will nur noch mal wissen, ob da irgendwas kommt, was uns hilft. Erwarten Sie jemanden? Ja. Weil der so abweisend ist, denke ich halt, der ist so irgendwie agentenmäßig. Der Bart und der Zeitung und dem Trenchcoat. Wollen wir noch einmal. Oh, kann ich noch gar nicht. Kann gar nichts machen, außer. Reden. Ah, da auf der anderen Seite! Hä? Da, jetzt hat er in der Manteltasche hat er was. Jetzt musst du den Enkeltrick machen und dann schnell umschalten zu Henry. Jetzt. Und dann einfach nimm. Genau. Oh, wir sind so Alter, geile Boys. Und jetzt gib mal alles dem Indie. Oh mein Gott, sind wir geil. Komplett ohne Cheaten und Fremdhilfe spielen wir dieses Spiel. Ich habe eine Fliege geschnappt. Eine Fliege? Du hast eine Fliege geschnappt? Bitteschön. Der alte Dieb, ne? Wie gut wir einfach sind. Und das völlig ohne Hilfe. Ja, und ohne Cheaten.
Sag mal, jetzt muss ich noch mal nachfragen. Adnan, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also nur mal, damit ich das verstehe. Wenn wir den Enkelscheiß jetzt ganz in einem normalen Spiel gemacht hätten, wie wären wir denn dann jemals von hier weggekommen? Oder? Ja, man kann auch das Flugzeug noch klauen. Ach ja, das geht natürlich immer. Welches Flugzeug? Mit dem wir dann, also da ist, aber hä? Wo ist das denn überhaupt? Hier ist doch auch kein Flugzeug. Hier geht doch, gut, Geduld, okay. Ihr seid ja noch, also wenn ihr den Flughafen betretet, dann ist ja nicht im ersten Raum das Flugzeug. Aber hier sind wir gerade rausgekommen, mein Freund. Das stimmt, ihr seid im ersten Raum. Fuck, ne? Anton, der ist so gut vorbereitet. Der weiß, dass wir ihn irgendwie ans Kreuz nageln wollen. Das macht aber Spaß. Du hast doch die Karten. Lass uns doch einfach rausgehen. Wahrscheinlich müssen wir einfach rausgehen. Ach so, okay. Hier raus. Ja. Ich dachte aber auch, wir geben sie ihm und können dann irgendwo rechts lang. Also scheinbar ist hier noch irgendwo ein Flugzeug. Können wir nicht ihm jetzt die Karten verkaufen? Das macht 280 Mark. Komm schon, Dad! Die Frage ist jetzt, glaube ich, also wenn wir mit dem das Flugzeug klauen, dann haben wir so eine Flugzeug-Action-Sequenz. Wenn wir mit dem Zeppelin fahren, haben wir, glaube ich, relativen Frieden. Aber auch da kommt, glaube ich, ja irgendwann diese Flugzeugsequenz, oder? Im Film zumindest. Ich habe keine Ahnung. Hier ist der Zeppelin. Ja, weil hier steht nämlich auch schon vorbereitet, Flugzeughaltbarkeit erhöhen. Oh nein. Also eigentlich steht hier Flugzeughaltbarkeit. Aber gut, das habe ich jetzt vielleicht extra mal übergangen. Vielleicht treffen wir noch auf ein Flugzeug. Es steht da nicht Flugzeug, ne? So, guck, zack, easy. Fahrkarten bitte, kann ich Ihre Fahrzeuge sehen? Ne, wir haben ja Fahrkarten. Du wolltest schon wieder hauen. Nehmen Sie diese hier. Vielen Dank, gute Reise. Mann, du hast die ganzen coolen Leute. Ich bin immer eine dumme Indie. Ich werde jetzt auch ihn immer wieder anders vertonen. Okay. Kein Bock mehr. So, jetzt haben wir hier Zugang. Was ist das? Öffne. Schön, können wir durch. Ist abgeschlossen. Zu dieser Zeit in Schloss Brunwald. Herr Oberst! Ja, was wollen Sie? Jüngsten Berichten zufolge befinden sich die beiden Jones an Bord eines Zeppelins Richtung Ausland. So? Funken Sie, der Zeppelin soll umkehren. Jawohl, Herr Oberst. Interessant. Meanwhile. Aber dann haben die mich uns ja jetzt doch ertappt. Was haben wir denn falsch gemacht? Das geht gar nicht anders. Ja, die sind halt gut informiert. Was ist Loch? Was ist? Ja. Durchgang. Wenn wir irgendwas im Loch. Nö, ich glaube, dass du die Luke da oben runterlassen könntest. Eine von beiden. Sobald wir so einen Crank hätten. Aber das hilft ja nichts, ne? Wir kommen da nicht durch. Da scheint ein Bolzen drin zu sein. Nimm Bolzen, das kann ich nicht mitnehmen. Bist du Vollidiot? Ich würde gerne mehr beleidigt werden in diesen Adventures. Ich kann das machen, wenn du magst. So. Okay, sind auf jeden Fall. Mindestens einer von denen ist irgendwo wichtig. Ach, der Dude rechts, kannst du nicht mal anquatschen? Sehr gut. Eine nervigen, unnützen Dialogzeilen. Müssen wir uns nicht auch als Kellner verkleiden oder so? Ich habe auch sowas, aber vielleicht haben wir das mit dem Schloss verwechselt. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch hier wieder verschiedene Wege reinzukommen. Du haust den Typen, den Pagen am Anfang um wegen den Fahrkarten und dann nimmst du vielleicht einfach die Klamotten von ihm? Da. Von der Flagge mit dem großen weißen Mond. Aber man kann hier nicht. Klavier. Ja, es ist scheinbar wirklich nicht. Man kann nichts machen? Nö. Ah. What? Was? Ach, Schüssel. Da kannst du hier, mach mal Münzen. Die hat jetzt Henry. Wirf mal rein, dann spielt er Musik und vielleicht. Ist dann hier irgendwas. Und
Zeppelin ist bestimmt geil, oder? Da in so einem Zeppelin zu fliegen. Ich verstehe auch nicht ganz, warum sich der Zeppelin letztendlich komplett entfernt hat. Weil er ja doch einen gewissen Spaßfaktor hat er ja schon. Hey, der Zeppelin wendet ja. Es geht zurück nach Berlin. 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 Genau. Ah, wahrscheinlich benutzen. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Das ist etwas Geld. Danke sehr. Was möchten die gerne hören? Oh, das könnte aber wichtig sein, dass man vielleicht was spielt, was den Nazis gefällt, aus irgendeinem Grund. Das dann irgendwie. Ja? Oder? Sagen ja. Ich könnte, aber ich spiele lieber das hier. Ah, und jetzt könnte Henry oder wer auch immer könnte rüber. Ah, geil. Stark, Simon. Naja, Münzen und das Glas, ne? Ich glaube, wir müssen es. Okay, mal sehen. Klar, hier oben, da ist alles auf Wiederhören. Verdammtes Lampenfieber. Der hat versucht, was zu sprechen. Ich glaube, wir müssen es zerstören. Shit. Aber das Ding brauchen wir. Sie dürfen hier nicht rein. Entschuldigen Sie, ich suche die Toilette. Nun, das sind Sie falsch. Bitte gehen Sie. Nur noch ganz leicht Deutsch. Ja, dasselbe. Eine Hand von mir. Komm. Ist eh egal, ne? Wahrscheinlich. Spiel denselben Song nochmal. Wie könnte man das Ding kaputt machen? Ist da noch das Buch vielleicht? Guck dir das nochmal an. Vielleicht muss man das. Nee, geht nur so. Okay. Was ist die Liste? Sehe ich noch? Hm. Ja, ich glaube, es ist nur die Kurve. Okay. Ich warte aber besser, bis die wieder zurück ist. Nice, sogar von der Musik genau passend. Noch so. Da geht er wieder. So. Der Funknazi. Der Funknazi? Also sowas nicht. Radio Funknazi heute. Vorsicht. Ja. Benutze Schraubenschlüssel in Loch, oder? Das war ein Schraubenschlüssel, das ist doch falsch. Na gut. Ja. Das steckt da. Okay. Das ist ein guter Beat. Oh, ein oh nein! Nee, du darfst wieder. Oh nein! Aber wir haben ja den One Punch Man am Start. Meinst du, wir müssen wieder kämpfen? Ich befürchte, wir müssen noch sehr viel kämpfen. Oh, hier rechts ist gar nichts. Nee, du musst hoch. Nee, ja. I see. Ja, kommt doch! Direkt straight auf ihn zu. Geil. Bam, Junge! Zack, leg dich nicht mit uns an! Ah. Auf der Treppe. John Fistor. Patzau. Edes Faust. Okay, gut. Auf der Treppe haben wir ihn alle gemacht. Nee, Mann, wir müssen hier links hoch, aber wir können ja noch mal gucken.
Ja, zwei hintereinander. Bist du bereit? Bringen Sie mir, bringen Sie mir. So schön. Bam! Und bam! Zack. Zack, die Hulle. Okay. Overpowered. Da müssen wir hoch wahrscheinlich, oder? Aber da ist noch irgendwas, da kann man runter. Ja, auch interessant. Oh, okay. Ey, wie nervig das ohne der den Cheat wäre. Ich glaub's ja nicht. Ey, der hat keine Ahnung, was ihm geschieht. Da, der Helm. Sie haben nur noch einen zerknüllten Ball aus Metall gefunden. Ja, aber so ist es im Boxen, ne? Ein Lucky Punch und er ist vorbei. Nein, wir müssen nach oben. Ich wollte nur gucken. Da, ach, da ist das Flugzeug. Da müssen wir später hin, ich sag's dir. Ja. Vielleicht müssen wir sogar. Ja, nee, wir müssen jetzt sogar dahin. Da fliehen wir. Oh Gott. Wir haben aber Henry gar nicht dabei. Meinst du, wir müssen Henry auch noch holen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir müssen vielleicht erstmal hier alles. Ich glaube, wir gehen zum Flugzeug und dann holt er Henry. Oh mein Gott. Das hier mit ihm. Kannst du mich vergessen? Mir Regal! Wie viele Schlägereien kann man haben in einem Spiel? Ja! Yes, yes! Nee, geh mal da hoch. Ja, hast recht. Yes, yes, I punch you in the face. You dirty German. Dirty little German. Kann auch runter übrigens. Kaum zu sehen, aber kann auch runter. You dirty German. I will punch you in the face. Ach, das ist auch ein toller Sound einfach. Das Spiel hat alles. Grafik, Sound, und Gameplay. Schlägereien. Kein Wunder, dass... Alter, jetzt komm her, Junge! Wir haben schon keinen Bock mehr, aufs Maul zu kriegen. Da! Zack. Wie ein Stich. Okay, ich habe den Überblick verloren, aber ich nehme an, wir müssen unten hoch. Rechts. Kannst du hoch? Nee, jetzt muss ich erst runter. Obwohl, doch, das ist richtig. Geht's hoch. Aber ich weiß halt nicht, müssen wir halt zum Flugzeug oder müssen wir noch irgendwas anderes machen vorher? Vielleicht brauchen wir was, um das Flugzeug zu starten. Das ist ein Adventure, deswegen würde ich mal sagen, ja. Irgendwas braucht man immer. Wir lassen sie nicht reinkommen. Ohne Cheat, Alter. Nicht machbar. Wahrscheinlich ist die Ausdauer selbst vom Schloss bis hierhin nicht angewachsen. Eine Leiste für das ganze Spiel. Wer ist hier bei Game 2 die Kategorie, wo man nervige Sachen spielen muss? Oh, unspielbar. Unspielbar, das wäre was für unspielbar eigentlich. Boah, das ist schlimm. Nur die Schloss. Nur einfach, das hier wäre noch schlimmer, aber Schloss allein reicht auch schon. Komm aus dem Schloss raus. Ja. Viel Spaß, wir sehen Sie in 4 Stunden. Überlebe den, verlasse den Zeppelin. Fuck, Mann! Siehste? Ja, aber wieso? Ist doch alles gut, oder? Nee, falsch. Hier ist halt auch nix. Wir müssen jetzt, damit wir rechts weiter könnten, müssten wir hier auf dem Roten lang. Der Sound meiner Jugend. Hä, wieso gehst du nicht links weiter? Ich dachte, wir wollten rechts. Guck doch erstmal, was da ist. Wahrscheinlich ist da gar nichts rechts. Ja, ich glaube, wir müssen zum Flieger. Wir müssen es aber wissen. Da ist nämlich überhaupt nichts. Wieso? Genauso wie ich es gesagt habe. Ja, ich stimme dir zu, aber wenn wir jetzt. Wir gehen nochmal ganz nach rechts und vielleicht kann man. Und ja, hier so rüber. Wir haben ja gesehen, dass wir da hin müssen. Also werden wir da auch irgendwie hinkommen. So, ist hier irgendwas Sinnvolles? Ich dachte, vielleicht muss man noch den. Ja, das ist richtig. Da, vielleicht muss man den noch sabotieren. Da irgendwie, ne? Ja, das weil das Funkgerät kann man irgendwie sabotieren, glaube ich. Wasser reinschütten hätten wir mal probieren müssen. Ein Getränk. Aber ich finde, heute läuft's gut. Wir haben richtig viel. Wir haben 3 Locations jetzt abgeklappert. Super gut. Komm her! Ich laufe auf dich zu. Nein, wir wurden getroffen. Unsere Unberührbarkeit. Sie wurde verletzt. Soll ich neu laden? Nein, aber ich möchte, dass es sein. Ach, Kamin im Schloss. Ein bisschen habe ich in mich hineingebrochen. Die Vorstellung. Ein kleines Korncode. So. Hier runter? Ja. Jo.
dann da. Wir haben noch 2 Minuten. Vielleicht schaffen wir es ja genau noch bis wirklich zum Flieger. Dann startet der nächste Teil mit dieser furchtbaren Kampfsequenz mit dem Flugzeug. Da runter, dann links lang. Aber ich garantiere dir, es ist mega aufregend, wenn wir das jetzt mit echten Kämpfen spielen würden, weil die kommen schon wieder beide auf uns zu, ne? Du willst schon wieder nicht. Platz! Die reden auch gar nicht mehr, ne? Die sagen nichts mehr. Halt! Oder so, nix. Geht direkt aufs Maul. Wenn man sich hier befindet, ist man natürlich automatisch suspekt. Tiefschlag. One. Ball. Punch. Ach, kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn One Punch Man jemandem auf den Hoden haut? Das möchte ich mir nicht vorstellen. Sehr schmerzhaft. Oder der ultimative Kink. One Punch Man, hau mir auf die Hoden. Hm? Da haben sie doch, ist es nicht in Watchmen so, dass da auch so einer ist, der die Superhelden immer belästigt, weil er so, er macht immer auf Bösewicht, weil er will immer von denen gefangen werden und so. Da reden sie irgendwann mal drüber. Ja? Im Comic. Ich hoffe jetzt, wir haben nicht Henry vergessen. Ey, das ist nicht dein Ernst! Doch, das ist richtig. Ja, aber er geht nicht runter. Du hast nur falsch geklickt. Das kann nicht sein. Ach, schön. Jetzt fällt er runter. Und jetzt klickt man da richtig. So. Okay. Zack. Dad, wie bist du. Nee, wie bist du so schnell hergekommen? Frag lieber nicht. Ich wusste gar nicht, dass du fliegen kannst, Junior. Fliegen? Ja. Landen? Nein! So. Genau. Schön, dass du imitiert hast, wie ich hier auf die Leertaste haue. Denn wir werden jetzt die. Nicht. Wir werden jetzt das Ende dieser Sendung anmoderieren. Denn beim nächsten Mal werden wir cheaten und die Flugzeughaltbarkeit erhöhen. Die Flugzeughaltbarkeit. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Das wird ein großer Spaß. Schaltet wieder ein. Ja. Die Zeit verfliegt wie im Flieg. Gleich sehen wir uns wieder. Später, also ja, irgendwann ein paar dann. Tage. Ja, für euch.